So, jetzt spielen wir das Lieblingsspiel von Justin. Wir spielen jetzt Final Fantasy 16 weiter. Wir müssen jetzt mit Otto sprechen. Die Wege müssen kommen zurück, Sid. So, ich würde gerne ein bisschen mit der Hauptstory weiterspielen. Wir müssen halt mal gucken, wie es läuft. Einfach aus dem Aspekt her. An sich finde ich das Spiel ganz geil, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier die Hauptstory wirklich rushen möchte oder ob ich vielleicht auch mal die ein oder andere Nebenquest machen soll oder vielleicht auch gar komplett, ne? Hätte ich auch kein Problem. Wir haben ein Problem. Nahe Den Nordstedt ist ein Chat, also das, Großflugreiter was du verschwunden. Welche denn? siehst. Coles. Sie sollten Träger aus einer Kutsche befreien, bevor sie auf dem Markt verkauft werden. Aber kurz vor dem Ich weiß nur Zugriff nicht, ob wurde dein der Transport von Freundescode schon Goblins drin ist. überfallen. Einer von ihnen konnte gerade noch einen Stolas losschicken, aber das ist Tage her. Sie hätten schon Ah, längst wieder YouTube. hier sein sollen. Also Entdeckte noch die sie mich. Aufnahme. Ich muss nur gucken, wann ich es Ich hochlade. habe schon die Befürchtung, dass. Sie wissen sich schon zu helfen. Mach dir keine Sorgen. Aber das ist meine Schuld. Ich. Ach, Bei jedem Mausebein, mach das Einsatz mal nicht. erinnere ich sie daran, warum wir das hier machen. Was wir verhindern wollen und wovor wir die Leute bewahren. Ich dachte immer, Liken es und ist gut, ihre abonnieren. Moral zu befeuern. Wird mit Aber was, wenn sie Abonnieren wirklich nur deshalb mit so einem viel B riskiert geschrieben und haben? nicht mit zwei? Verstehe. Bleibt zu hoffen. Nein, ich habe falschen Knopf gedrückt. Wir haben Welche denn? Coles, aber kurz einer von ihnen. Sie hätten. Sie wissen. Aber das ist vor jedem. Ich dachte. So, jetzt. Ich gehe sie suchen. Find diesen Dann werden wir Freundescode beide Sicherheit nicht. haben. Ist der auch Danke, Sid. richtig? Der Auftrag. Das dürfte rein. So, ich würde gerne hier jetzt weitermachen, bevor ich mit Otto spreche. Wir haben ja beim letzten Mal diesen Eisentitan fertig gemacht. Suche im Drachenhorst. Warte mal, ich nehme doch gleich die Quest hier mit an. Letzte 5 ist eine 6. So, bevor ich jetzt mit Otto spreche. Wo ist denn unsere Jill? Die gute. Siehst aus, als würde gleich ein Schokoboküken sterben. Voll schlimm, ne? Taya hat mir aufgetragen, das Mal eines Fluchbrechers zu entfernen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe Angst davor zu versagen. Ich weiß, dass du überlebt hast. Viele andere. Aber nicht. Ist es wirklich das Risiko wert? Du kennst die Antwort. Du weißt ganz genau, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen in der Hoffnung, dass alle Träger einmal in Freiheit leben können. Doch bis dahin ist einmal eine Last. Noch müssen wir uns ihr entledigen, damit man uns nicht sofort erkennt. Die Operation mag gefährlich sein, aber sie ist notwendig. Und vor allem ist sie freiwillig. Ich weiß. Ich wünschte nur, es ginge auch anders. Aber mit Selbstmitleid ist wohl auch niemandem geholfen. Keine Sorge. Ich tue, was ich muss. Ich weiß. Allerdings muss ich vor der Operation noch eine betäubende Medizin zusammenmischen für die Schmerzen. Und das kann ich leider nicht tun, da unsere Elmonea-Vorräte zur Neige gehen. Die paar Blätter, die wir noch haben, reichen nur für leichte Verletzungen. Nicht für so etwas. Sag, wo ich hin muss. Du hilfst. Na klar. Na klar, Danke. helfen wir. Niemand kennt Weißt sich du mit doch. Kräutern aus Vitaya. Gut Und sie so, ich hab schwört auf Angst. Elmonea gegen Schmerzen. Es ist leicht zu finden, wenn man weiß, wo. Zu unserem Glück tue ich das. Am Fluss in der Nähe von Ember, drüben in Rosaria. Halte Ausschau nach leuchtend blauen Blüten. Ich finde diese extrem langen, Also die Dingsbums-Spiele finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Falkenschrei. Na, Ember. Ember ist doch, bedeutet doch Fackel, ne? Meine ich. Sowas ähnliches.
So, dann gucken wir mal. Wo ist denn unser Hund? Hundi! Hundi! Ja, komm her. Bleib doch hier. Ja, wer ist ein guter Junge? Ja, du bist ein guter Junge. So, wir müssen hier lang. Lass uns mal ganz kurz gucken. Ja doch, da müssten wir eigentlich lang können. Sammle Elomonora Plitte nach. In der Nähe vom Fluss. Hier müsste es sein. Rasender Raptor. Gucken, dass ich meine Magie ein bisschen steigere, weil so viel Damage mache ich jetzt auch nicht mit meinen Feuerbällen, ne? Auftragsziel in der Nähe. Warte mal. Das ist die einzige Pflanze hier mit blauen Blüten. Hoffentlich die richtige. Ja, das Spiel sagt mir ja schon. Gut, wir denken das, damit ne? Damit ist die Krankenstube eine Weile versorgt. So, dann gucke ich nochmal. Ich finde das eigentlich ganz cool, gerade mit diesem Hin- und Herreisen. Also ist das so semi-mäßig eine Open World. Was mir persönlich ganz gut gefällt. Drachenhorst nach Coldstrup. Die aromatischsten Kräuter und Gewürze. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Oh, das ist so lecker. Teller und Töpfe, Schalen und Schüsseln, meine ganze Existenz. Gut, Badehaus ist ja noch okay. All die Jahre harter Arbeit. Solange sie uns nicht wieder ins Bordell schicken. Alle meine Ersparnisse habe ich hier rein investiert. Was ist denn los? Die Bäder sind geschlossen. Lass mich in Frieden. Wenn ich es mir recht überlege. Für die Leute, die auch ganz gerne in YouTube reingucken. Kann ich dich anheuern? Warte mal. Das kommt auf die Arbeit an. Es geht um die Rettung meiner Bäder. Das Wasser ist plötzlich kochend heiß geworden. Nicht einmal mit allen Kristallen in ganz Dalimil könnte man es abkühlen. Zweifellos findet sich die Ursache an der Quelle. Aber ich kann hier nicht weg. Sonst glauben die Leute noch, ich hätte mein Geschäft ganz aufgegeben. Ich hänge an diesen Bädern, nicht nur des Geldes wegen. Müsste eigentlich auch als Widget im Dingsbums drin sein. Sieh nach, was dort los ist. Na gut, ich sehe mich mal dort um. Wunderbar. Es ist auch gar nicht weit. Verlasse den Markt über das Südtor und dann brauchst du einfach nur dem Schwefelgeruch zu folgen. Ohne die Bäder als Einnahmequelle werde ich kläglich an den Schulden zugrunde gehen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, mein Leben selbst steht auf dem Spiel. Also wir kriegen jetzt hier überall Nebenquests, was ich persönlich gar nicht so schlimm finde, weil dann lernt man so ein bisschen die Story und den ganzen Kram kennen. Bringe die Kräuter zu Rodrigo in die Krankenstube. Dieser Schmuck ist die feinsten Stoffe. Ich könnte nicht mal ein Buttermesser schmieden. Vielleicht macht sich Meister Lubor ja nur über mich lustig. Kann sein, dass ich jetzt gerade die ganzen Nebenquests das würde annehme. Zutrauen. Ich genauso. Oh, du bist doch Clive, oder? Tut mir leid, ich war in Gedanken woanders. Ich bin Sava, Meister Lubors unbegabtester Lehrling. Bald ehemaliger Lehrling, wenn ich seine Prüfung nicht bestehe. Vielleicht bin ich schlicht und einfach zu dumm. Die Leute kaufen Waffen schneller, als der Dornkuss sie schmieden kann. Und ich kann nicht einmal anständiges Küchenwerkzeug herstellen. Er will, dass ich ein Tranchiermesser fertige, das das Wesen von Dalimil verkörpert. Ach, was immer das bedeuten soll. Ich nehme an, du weißt auch nicht, wovon er redet.
oder? Nein, leider nicht. Macht nichts. Das Wesen von Dalimir. Ich meine Sachen packe. Ich kann versuchen, dir zu helfen. Ich weiß, was im Dornkuss los ist und dass Lubor alle fähigen Hände braucht, die er finden kann. Da sage ich sicher nicht nein. Also, wo fangen wir an? Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich noch nie irgendein Messer gemacht. Und dann ist da ja auch noch dieses Rätsel. Das Wesen von Dalimil. Nichts ist einfach. Aber zwei Zuschauer von mir prügeln sich in Smash. Okay, ich biete eine Plattform zur Unterhaltung. Ich glaube, ich sollte jetzt kein Game-Streamer werden, sondern eher so Kontaktmanager oder so. Sollten wir schließlich nicht tappen. Den ganzen Profis bei dem Match zugucken und es dann kommentieren oder so ein Kram. Viele in Dalimil verdienen ihren Lebensunterhalt mit Messern. Die Metzgerin natürlich und auch jede Menge Köche. Sie haben sicher die eine oder andere Meinung zu ihrem Handwerkszeug. Finde ich okay, das war gar nicht so, war jetzt gar nicht schlecht gemeint, wäre vielleicht eher eine Berufung. Ich rede mit allen Köchen, die ich finde. Du mit der Metzgerin und allen, die dir sonst noch einfallen. In Ordnung. Viel Glück. Hoffentlich sagt jemand etwas Nützliches. So, ich muss jetzt erstmal ein paar Nebenaufgaben abschließen. Ich habe jetzt viel zu viele angenommen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das sieht Lubor ähnlich, eine Prüfung in ein Rätsel zu verwandeln. Ich fange besser an. So, Preis der Freiheit. Bringe ich das erstmal auf die Krankenstation? Ich meine, muss ja auch irgendwo was gemacht werden. Was ist aus Kupka geworden? Finde ich halt schade, dass man manuell nicht rennen kann. Das ist bei diesem ganzen Hin- und Hergelaufe doch schon recht ermüdend, könnte man das so artikulieren. Ich denke schon. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viel. Hätte auch nicht gedacht, dass es ein Final Fantasy Game schafft, mein Interesse zu wecken. Das du schaffst. Danke, ich habe das mal. Ein unüberlegter Schnitt. Ein einziger. Und das Gift gelangt in den. Das hat mich auch gewundert, weil ja eigentlich, Justin, du warst ja eher so der Verfechter von Final Fantasy Schrott. Bedeutet großen oder beziehungsweise, dich haben die Spiele nicht interessiert, um es ernst zu befassen. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen, nicht um sie. Ich möchte niemanden töten. Fluchbrecher führen ein hartes Leben. Die Operation ist nur der Anfang. Sie arbeiten im Verborgenen, riskieren Leib und Leben. Wohl wissend, dass ihnen ihre Mühen keinen Ruhm einbringen. Und trotzdem gibt es Freiwillige. Wie sieht's eigentlich bei dir aus, Yuna? Wie findest du eigentlich das Spiel? Ich meine, du hast ja jetzt auch schon längere Zeit zugeguckt. Bereit zu kämpfen. Ihr Leben für eine Welt zu geben, in der Menschen wie wir mehr sind als bloßer Besitz. Deine Arbeit ist nicht einfach, aber ihr Teil genauso wenig. Du musst deinen Patienten Mut machen. Sei stark für sie. Du klingst wie Taya. Sie hat mir mal gesagt, es ist natürlich, dass ein Patient der Meinung ist, er müsste ganz alleine leiden. Wir Heiler sorgen dafür, dass dem nicht so ist. Danke, oh, warte mal. Dass du mich daran erinnert hast. Wo ist denn jetzt mein Mauszeiger? Ich zögere nicht. Nicht mehr. So. Ich hätte das vielleicht ein bisschen weiter runter machen sollen, aber eigentlich passt das schon. So, ja, ist doch super. Dann haben wir das gemacht. So, suche im Drachenhorst. Drachenhorst. Drachenhost. Nordstedt. Die Mehlschwenke 2 und 3. So, ich mache die jetzt mal langsam, aber sicher fertig. Ich muss noch mal gucken, wie lang mein Headset-Akku ist. Wie voll der ist. Wird geladen. Ja, ist ja okay.
hoch, aber nicht voll. Trotzdem frage ich mich, wenn das Kabel da ständig dran muss, wofür ich überhaupt so viel Geld für das Headset ausgegeben habe. Den Sklavenhändlern geht Nordstedt am allerwertesten. Es gibt Gerüchte, dass die... So, hier haben wir noch eine... So, aber ich muss sagen, so dafür, dass es eine Konsole ist, grafisch ist das super. Junalein, du bist so still. Alles gut bei dir? Und an welchem Spiel widmest du dich denn gerade? Soll ich mal ein bisschen im Discord spyen? Ach, Mist, da ist nichts. Schade. Suche im Drachenhorst nach Coles Trupp. Cole, gut, dass du noch lebst. So halb. Sid, wenn ich fragen darf, was machst du hier? Nach euch suchen? Doris hat mich geschickt. Ihr habt lange nichts von euch hören lassen. Sie hat sich Sorgen gemacht. Aber wir haben doch Nordstedt benachrichtigt. Hat Madame euch nicht informiert, dass wir noch leben? Jetzt weiß ich's ja. Und die Träger habt ihr auch befreit. Nur ein paar. Der Rest hat sich aus Angst in der Kutsche eingeschlossen, anstatt zu fliehen. Sie brauchen Hilfe, Sid. Aber wir können die Träger hier nicht allein zurücklassen. Das stimmt allerdings. Wo das ist machen wir. Wir helfen den Leuten. Die Goblins könnten noch da sein. Du musst dich um die Verletzten kümmern. Bleib du hier. Ich mach den Rest. Na gut. Folge dem Pfad nach Süden. Es ist nicht weit bis zur Kutsche. Beeil dich bitte. Wenn die Goblins es in die Kutsche schaffen, ist es aus für die Träger. Das werde ich verhindern. Danke. Den Goblins machen wir den gar aus. Gut, dass du hier bist. Diese Kacklappen. Kommt, Goblins. Goblins, kommt her. Während ihr redet, hätte ich schon längst die Viecher ab. Sie wollen die Kutsche aufbrechen. So, jetzt machen wir mal Goblin-Geschnetzeltes. Als auf die Schnauze. So, jetzt aber Goblin geschnetzeltes. So, weg mit der Mutti. Könnte eigentlich gucken, ob ich mal das mit dem Erd probieren soll, aber ich hätte am liebsten gerne alle. So, dann haben wir doch schon mal 2 von 4 Nebenquests erledigt. Wer bist du? Ein Freund. Wart ihr die Einzigen da drin? Warum seid ihr nicht geflohen? Hätten die Goblins es durch die Tür geschafft, wärt ihr geliefert gewesen. Wohin denn fliehen? Anderswo enden wir doch genauso elendig wie hier.
Wer weiß. Vielleicht erwartet euch mehr, als du denkst. Freiheit, Sicherheit, ein richtiges Leben. Kommt mit uns. Wir beschützen euch. Sid, ich konnte dich nicht einfach... Ihr habt doch schon längst alles erledigt, mein Freund. Sie leben noch. Halleluja. Dieser Mann hat sein Leben für euch riskiert, damit ihr eine zweite Chance kriegt. Gut. Wir machen alles, was ihr wollt. Erst werden wir euch in Sicherheit bringen. Danach liegt euer Schicksal allein in eurer Hand. Überlass uns den Rest, Sid. Wir bringen sie zum Versteck. Danke. Ich sage Doris, dass wir Neuzugang bekommen. So, also es gibt halt Träger sozusagen, die hier wie Sklaven behandelt werden. Sehr schlechte Sklaven sogar tatsächlich. Und wir sind dann halt eher hier derjenige, der die befreit. Und da die Menschen halt nichts anderes kennen, die dort als Träger gehalten wurden, gibt es natürlich ein kleines Problem. Dass sie halt manchmal es verweigern. Oder es gar nicht wissen, was es heißt, wenn jemand mal auf deren Seite ist. Und ja, das müssen wir jetzt halt hier erstmal ein wenig hinkriegen. Ich brauche einen Schnaps. Einen Schnaps braucht die wilde Hilde. Eieiei. Sag mal, bin ich... Wurdest du überhaupt richtig getestet, bevor du das... Warte mal. Hergestellt aus robustem Stein. Kupka-Soldaten hin. Auch nicht auf steinigen Wegen. Berichte Doris im Versteck vor den Geschehnissen. Sieh dich in der Terrasse um. Da sind doch schon wieder so ein paar Gegner. Was gibt's? Red oder zieh Leine? Gut, dann rede ich. Verrätst du mir deinen Beruf? Jäger. Warum? Ich habe eine Frage. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Du verwendest doch sicher eins auf der Jagd, oder? Das Messer muss viel aushalten können. Ich will keine brüchige Klinge, vor allem nicht da draußen. Wenn die ständig bricht und du sie ersetzen musst, verdienst du weniger, als du ausgibst. Die Zeiten sind hart. Mhm. Danke. Dann will ich auch gar nicht länger stören. Kurz und bündig. Ganz nach meinem Geschmack. Ah, der Jäger ist gut. Er ist ein guter. Ich sage dir, er ist weg. Ich habe den riesigen Krater auf meinem Rückweg von den Freien Städten gesehen. Gut. Das kann gar nicht sein. Sprich mit den Leuten in Damil. Mit wem soll ich denn noch sprechen? Wollen wir spielen, Süße? Hat die mich gerade Ach so, ja, das ist eine Kurtisane. Ich glaube, hier ist das Bordellviertel, so wie es aussieht. Ja, nein. Clive ist nicht so einer. Kein anderes Brot ist so weich. Metzgerin, jawohl. Willkommen. Was darf es denn sein? Gutes Steak. Wenn's recht ist. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Bist du ein Schmied oder sowas? Sowas in der Art. In Ordnung. Ein Messer also. In erster Linie muss es scharf bleiben. Die meisten Messer kommen problemlos durch Fett, aber Sehnen machen billigen Stahl stumpf. Mit einer Klinge, die alles durchtrennt, was auf meinen Schlachtblock kommt, bin ich immer glücklich. Ein Messer, das scharf bleibt. Das leuchtet mir ein. Also, ein Tranchiermesser sollte robust sein und scharf bleiben. Keine Überraschung. Da ist der Typ aber... Hat Server mehr als ich rausgefunden. Naja, und einen guten Griff. Es muss gut in der Hand liegen. Wie lief's bei dir? Hast du was erfahren oder muss ich mir ein neues Handwerk suchen?
Nur, dass eine Klinge haltbar sein und scharf bleiben soll. Aber was hat das mit dem Wesen von Dalimil zu tun? Ich hatte auch nicht mehr Glück. Der Koch hat nur gesagt, dass sein Messer ganz leicht sein muss. Schwere Messer machen die Arme schwer. Also sind wir nicht einen Schritt weiter. Vielleicht hatte Lubos Bemerkung ja überhaupt keine tiefere Bedeutung. Nein, das kann nicht sein. Ich habe oft mit ihm geredet und er wählt seine Worte sorgfältig. Nein. Uns ist was entgangen. Sicherlich etwas direkt vor unserer Nase. Du hast bestimmt recht, aber ich muss langsam loslegen. Ich kann mit dem Schmieden nicht ewig warten. Nein, das würde Luba nicht gefallen. Genau. Eisen zu hämmern hat er mich gelehrt. Das billige Zeug. Solange man es nicht zu dünn schlägt, ist es hart genug. Und mühelos schärfen lässt es sich auch. Nur leider ist es entweder haltbar oder leicht. Das heißt, jemand wird immer enttäuscht sein. In meinem Fall wahrscheinlich Meister Lubor. Okay, leicht und fragen. Also stabil jemanden, und der sich leicht. Mit Metallen auskennt. Die anderen Lehrlinge werden mir bei meiner Prüfung nicht helfen. Aber vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann. Wie kannst du das Pummeluff antun? Also Pummeluff, erst mit 2 F geschrieben. Kaufleute, die durch die Weltkreu reisen. Mit Pummeluff sich auch mit 2 M geschrieben? Tatsächlich, Pummeluff wird mit 2 M und 2 F geschrieben. So, berichtet Doris im Versteck von den Gerinnern, seh dich in auf der Dozio-Terrasse um. Die feinsten Stoffe direkt aus der Hauptstadt. Machen wir erstmal hier hinten hin. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Also Pummeluff ist ein Charakter, den ich durchaus ständig verprügeln würde. Gucke ich mich erstmal hier um. Also ich muss ja hier ja langsam mal ein bisschen vorankommen. Warte mal, wie komme ich denn da rüber? Da hinten. Da oben war ich doch, wo die Soldaten irgendwie mit Kristallen gehandelt haben. Ja, den Krater haben wir ja fertig gemacht, da haben wir den Titania gut die Fresse eingetroschen. Was sind das für Wesen? Komische Wesen. Bald sind es keine Wesen mehr. So. Etwas Übles hat sich in den Quellen eingenistet. Da würde ich jetzt nicht hin. Da, oh, siehst du das Schwert auf meinem Rücken? Das trage ich zum Spaß. Aber was machen Flammengeister? Theoretisch hier. Okay, jetzt lassen die Flammen. Das erklärt die Hitze. Warum muss der immer so stöhnen wie so ein Trottel? Als wäre es nicht heiß genug. Au!
So, drauf, die Sau. Dieser Lümmel. Bomber erledigt. Jawohl. In der Wüste. Ja gut, in der Wüste, ne? Da fühlen sich die Viecher natürlich wohl. Aber auf der anderen Seite muss ich auch... Ein wenig Abkühlung. Jetzt ist das Wasser hoffentlich wieder angenehm. Gut. Sprich mit Damelio und Xaver. Und suche in der Velkoi-Wüste nach der Händlerin. Nach welcher Händlerin? Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie du sie zur Strecke gebracht hast. Doch ich kann's kaum glauben. Ach, komm schon. Wenn ihr wüsstet, wer ich bin. Stimmt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Justin, der letzte Kampf war schon geil. Tatsächlich. Gegen den Titan. Also generell habe ich so das Gefühl, dass die Kämpfe gegen die Esper halt schon ziemlich nice sind. Ich bin mal auf die nächste gespannt. Wird das Bahamut sein? Ich sage dir, er ist weg. Da ist er. Der Retter meiner... Gut, dass du nochmal vorbeikommst. Mit jedem Moment wird das Wasser erträglicher. Nicht mehr lange, dann nimmt hier alles wieder seinen gewohnten Lauf. Freut mich zu hören. Nun brennt mir aber die Frage unter den Nägeln. Was war bei den Terrassen los? Durch was wäre ich fast ruiniert worden? Auf jeden Fall nichts, womit ich gerechnet hätte. So, mir sagen die mir jetzt, was los war. Finde ich auch gut, dass man das nicht nochmal hören muss. Eine aufregende Geschichte. Eine, die ich einem Recken wie dir gern glaube. Kreaturen aus Flammen, sagst du? Die Sorgen werden auch niemals weniger. Mm-mm. Aber von meinen Sorgen hast du heute schon genug gehört. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Als Dankeschön. So, jetzt sollte ich aber schleunigst zurück an die Arbeit. Aus dem Tag lässt sich vielleicht noch etwas machen. Das ist doch schön. So. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich war einigermaßen froh, dass ich mich ein bisschen in Zaum gehalten habe, als ich eben mit der anderen noch mal ein paar, dass wir noch mal einkaufen waren, essen waren und ein paar Cocktails getrunken haben. Beziehungsweise nur einen, weil der war doch ein bisschen stärker. Ich glaube, beim zweiten wäre ich einfach nach Hause gekommen, hätte geschlafen. Hergestellt aus robustem Stein. Oh, wo sind Kupkas Soldaten hin? Saftiges Fleisch. Kupkas Soldaten sind weg. Ich habe die Lümmel ja platt gemacht. So, dann suchen wir nach der Händlerin in der Wüste. War das nicht ein Arm von diesem überdimensional in Äther getränkten Titan, den wir abgeboxt haben? Oder war das eher... Nee, das ist ein Bauwerk, ne? Hundi, warte auf mir! Warum läuft mein Hund immer vor? Gut, ich könnte natürlich auch mit dem Chocobo reiten. Hast du was erfahren? Oder musst du doch deine Sachen packen? Ich hab sie gefragt, aber... Erzähl du. Wenn ihr einen Meister wie Lubor mit eurem Messer beeindrucken wollt, gibt es sicher einige Möglichkeiten. Ob diese für euch in Frage kommen, ist allerdings eine andere Sache. Federleichte Adamantitklingen zum Beispiel. Messer aus diesem Material müssen so gut wie nie geschliffen werden und werden oft über Generationen weitervererbt. Aber Adamantiterz kommt nur in Ashra vor und ist entsprechend teuer. Und für jemanden mit meinen Fähigkeiten wäre es sicher zu schwer zu bearbeiten. Nur in Ashra. Kommt irgendetwas nur in Dalimil vor? Etwas, mit dem sich Eisen mischen ließe, um es leichter zu machen? Worauf willst du hinaus? Lubor hat dich gelehrt, Eisen zu schmieden. Er erwartet, dass du es verwendest.
aber er weiß, dass es zu schwer oder zu spröde für ein Tranchiermesser ist. Vielleicht war seine Dalimil-Bemerkung kein Rätsel, sondern ein Hinweis. Wenn man mit billigem Metall arbeiten muss, könnte man immer noch Kalkstein beimischen. Kalkstein ist doch Sand, oder hier. Die ersten haben sich genau wegen dieser Mineralvorkommen in Dalimil niedergelassen. Wenn man weiß, wie es geht, dann kann man damit nämlich im Schmelzofen wunderbar Verunreinigungen aus minderwertigem Eisen entfernen. Donnerwetter, das ist gut. Das muss es sein. Weißt du denn, wie es geht? Ich bin keine Expertin, aber ich habe mit genügend Schmieden zusammengearbeitet, um das Prinzip zu kennen. Damit sollte ich mich am besten gleich mal vertraut machen. Clive, ich frage wirklich nur ungern nach alledem, aber... Oh, komm schon, du fauler Lappen. Kalkstein besorgen? Natürlich. Jetzt kann ich dich nicht hängen lassen. Außerdem interessiert mich selbst, ob das die Antwort auf Lubos Rätsel ist. Wirklich? Ich kann dir gar nicht genug danken. Drüben auf den Terrassen solltest du keine Probleme haben, Kalkstein zu finden. Der Ort besteht ja aus dem Zeug. Dann treffen wir uns später in der Schmiede. Geht klar. Bis später dann. Ja, Gatori, wenn du zu gut in einem Spiel bist und ständig nur gewinnst, haben die Leute auf Dauer keinen Bock auf dich. Das ist aber normal. Ich wollte eigentlich den Chocobo reiten. Guck mal, ich laufe auf Chicken Wings. Flieg, Ambrosia. Der fliegt nicht, der rennt. Ich bin gebrochen. Ja. Schluck deine eigene Medizin. Weiß nicht warum, aber bei den Chocobos habe ich irgendwie Bock auf Chicken Wings. Ab hier kann ich gehen. Finde Kalkstein. Meine Teppiche. Wie wäre es mit einem schönen Geschenk? Kein anderes Brot ist so weich. Ach, wollen wir mal gucken, wo wir Kalkstein finden. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mit dem Schwert hier irgendwie an Stein rumzukreisen. Ah, dort. Fünffach bin ich gebrochen. Ich sage dir, er ist weg. Oh, komm schon. Ich hätte mit Ambrosia jetzt ruhig durch die Stadt laufen können. Gut, Kalk kann natürlich auch von der Quelle kommen und dadurch hier vorkommen. Muss ja nicht unbedingt Kalkstein sein. Obwohl, das kommt ja eigentlich in der Regel aus dem Meer. Aus wie der andere. Aber das ist hoffentlich der richtige. So. Da müssen wir im Versteck auch gleich mit Otto sprechen. Um mit der Hauptstory weiterzumachen. Seht nur diese Feinheit. Weil sich ja durchaus einige Königreiche im Krieg befinden. Meister Lubor sagt, dass Drachenfang erloschen ist. Heißt das, der Ofen... Großschwertbestellung. Ich wusste nicht, wie viel du brauchst. Das reicht hoffentlich. Du bist eine Riesenhilfe, wirklich. Du und die Händlerin auch. Sie kann gut unterrichten, das sage ich dir. Also dann wollen wir doch mal sehen, ob Kalkstein die Geheimwaffe ist, auf die wir gehofft haben. Und das ist es. Ein Messer geschmiedet aus den Felsen von Dalimil. Aus ihrem Wesen, wenn man so will. Ich bin beeindruckt. Ich hoffe nur, dass Meister Lubor das genauso sieht. Ich komme wohl genau richtig. Wurde auch Zeit. Ich hatte das Warten schon satt. Entschuldigt, Meister Lubor. Dann wollen wir es uns mal ansehen.
Doch zuerst, Sava, glaubst du, dass dieses Tranchiermesser der guten Leute von Dalimil würdig ist? Ich glaube schon. Aber was denkt ihr? In der Tat, was denke ich? Es ist scharf, ja, aber wird bei täglichem Gebrauch nicht lange halten. Und es ist schwer, zu schwer, finde ich. Es fällt nicht auf, wenn man es nur kurz hält, aber verkauf es einem Koch und du kannst dir was anhören. Jemand scheint die Terrassen besucht zu haben. Der Kalkstein war schon ein guter Ansatz, zugegeben, aber dennoch nicht ganz zufriedenstellend. Dabei war ich so sicher, dass das die Antwort war. Ich weiß nicht, wer dir diesen kleinen Trick gezeigt hat, aber es zeigt auf jeden Fall Initiative. Nächste Frage. Was glaubst du, würde ich dafür verlangen, wenn ich es gemacht hätte? Wenn ihr auch nur halb so lang dafür gebraucht hättet wie ich, würde ich sagen, ihr nehmt einen stolzen Preis. Und wer könnte sich das leisten? Ich glaube, das ist der Geist von Dali. Die Metzgerin? Der Jäger? Die Köche im Gasthof? In Dalimil wohnen einfache Händler, keine reichen Lords und Ladies. Die erste Regel in jedem Geschäft, Sava, kenne deine Kunden. Jawohl, Meister. Das ist gerade so akzeptabel. Gerade so. Ich würde sagen, du kannst noch ein bisschen bleiben. Ab morgen wirst du einen eigenen Amboss haben. Wirklich? Danke. Darf ich fragen, was würdet ihr tun, wenn ihr den Auftrag hättet, ein Tranchiermesser zu schmieden? Ich würde fragen, für wen es ist. Das tue ich immer. Für einen Metzger sollte es lange scharf bleiben. Für einen Jäger so hart wie Titans Kopf sein. Für einen Koch federleicht. Und für einen Adligen würde es ein absolutes Vermögen kosten. Ja, du kannst nicht alles auf einmal machen. Gesprochen wie ein wahrer Meister. Sieht aus, als dürfte man gratulieren. Das habe ich dir zu verdanken. Doch so viel zu Meister Lubors Rätsel, was? Ein Koch ist nicht so stark. Der braucht ein leichtes Messer. Oder irgendeinem Material zu tun. Ein Metzger hat ständig mit schwerem Fleisch zu tun. Da ist das schwere Messer scheißegal. Aber er braucht es dauernd. Du hast bestanden. Nur das zählt. Und ehe du dich versiehst, hast du deine eigene Schmiede. Und wenn es soweit ist, dann schmiede ich dir das beste Messer, das du je gesehen hast. Also, wenn du ohne meine Hilfe nicht mal ein einfaches Messer hinkriegst. Wir glauben an ihn, okay? Wir geben dem guten Mann eine Chance. So. Meister Lubor sagt das dran. Das ist doch schon mal gut. Da haben wir doch schon mal drei Nebenquests gemacht. Das ist zwar, hat uns von der Story her nicht weitergeholfen. Muss aber ganz ehrlich gestehen, so ein bisschen Fortschritt hat es ja schon irgendwie gemacht. Ich würde gern wissen, wie die kleinen Kinder, die hier in Lumpen rumgelaufen sind, ob die gute Mary ihnen schon Kleider genäht hat und wie die jetzt aussehen. Das wäre schön. Nee, Hortense. Erzählt, dass der Herr, der uns besucht hat, der mit dem lauten Organ, dein Onkel war. Ja, der schreit immer rum wie so ein blödes Schaf. Irgendwas an ihm an dich erinnert. Die Augen, glaube ich. So, Doris, Mäuschen. Weißt du was? Ein Stolas von Madame ist kurz nach deiner Abreise eingetroffen. No. Hätten wir nur etwas länger gewartet, hätte ich das vielleicht doch alleine klären können. Oder vielleicht auch nicht. Es geht ja doch alles schief, was ich anpacke. Ach, Quatsch. Coles Truppe ist lebend zurückgekehrt. Es geht also nicht alles schief. Nein, das war nur Glück. Ich habe diese Route monatelang beobachtet. Ich hätte wissen müssen, was euch erwartet. Welche Anführerin schickt ihre Leute hinaus, ohne alle Risiken abzuwägen? Ich hätte sie besser vorbereiten sollen, hätte Cole befehlen sollen, beim ersten Anzeichen von Gefahr umzukehren. Wir haben denselben Eid geschworen, Doris. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen, Cole. Verzeih mir. Bei allem Respekt,
Wir Fluchbrecher riskieren unsere Leben nicht auf Befehl, sondern weil wir an unsere Sache glauben. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Spätestens dann, wenn man uns das Mal entfernt. Ich denke, das können wir alle bezeugen. Cole. So. Mach mal kurz die Fenster auf. Ich habe niemals an dir gezweifelt. Nur an meiner Fähigkeit als Anführerin. Danke, dass du mir vertraust. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Manchmal denke ich, ich würde viel lieber mit euch in die Schlacht ziehen, als euch fortzuschicken. Aber ich habe auch eine Rolle. Als Fluchbrecherin muss ich sie erfüllen. Und daran glauben, dass ich die Richtige dafür bin. Das machst du schon. Bestimmt. Das bist du auf jeden Fall. Da mach ich mir keine Gedanken. Die Last der Verantwortung. Tja, die Manager heutzutage haben sowas nicht. Funktionier oder weg. Auswechselpolitik. So, können wir jetzt endlich mal weitermachen. Super. Otto mit dem Motto. Oh, Jill, hallo. Clive, du bist zurück. Bin ich. Heute sogar mit einer guten Nachricht. Hugo Kupka ist besiegt. Das endgültig. All unsere Kameraden, die es damals nicht geschafft haben, lächeln dir gerade von oben zu. Wir haben schon durch Lubos Stolas von Drachenfangs Ende gehört. Ich schätze, das war auch dein Werk, oder? Ach, so ein riesiger Krater. Lange Geschichte. Machen wir doch mit der linken Arschbacke. Für die Geschichtsbücher. Willkommen zurück. Ach stimmt, das habe ich alleine gemacht. Geht's dir besser? Viel besser. Aber sie hat mir doch bei Titan geholfen. Von jetzt an wieder mit dir gehen. Ob du willst oder nicht. Oha. Natürlich. Otto. Kita als Crush ist auch dabei. Super. Neuigkeiten von den Valutern, während ich weg war? Solltest du nicht die Füße hochlegen? Wenn du es wirklich wissen willst, dann geh und rede mit Vivien. Unser Charakter hat Hummel im Hintern. Mach ich. Wäre ja langweilig. Obwohl es eigentlich auch ein entspannter Charakterzug wäre. Ah, der siegreiche Held kehrt zurück. Und er hat kaum einen Kratzer. Ein, zwei Schrammen habe ich schon. Nun, da du gleich zu mir kommst, anstatt Tayas Dienste in Anspruch zu nehmen, gehe ich davon aus, dass du noch etwas anderes hast. Eine Spur. Und zwar von Valutan. Ganz genau. Aber welche Pläne Kupka auch mit ihnen ausheckte, er nahm sie mit ins Grab. Wie auch seine Männer. Getötet von orkischen Eindringlingen. Orks, Mario, 1-3-1. Wenn du nicht willst, dann lass dich von dem Katori auch nicht dazu nötigen. Aber wozu? Manche haben so ein... Kupka, erobern dann sein Zuhause, den Mutterkristall eines Verbündeten und lassen beide fallen. Ich versteh's nicht. Ich hab so das Gefühl, dass Smash Brothers Profis da immer so ein bisschen so einen komischen SM-Fetisch haben. Nicht in die Irre führen, wenn man sich zu sehr auf kleine Einzelheiten konzentriert. Man muss das Gesamtbild im Auge behalten. Und was zeigt das Gesamtbild besser als meine Karte? Oh, Geschichtsstunde, aufpassen. Das Königreich von Valut hat ganz Ashra fest in seiner Hand. Barnabas Tham, Odins Dominus, hat sein Reich durch Blut geeint und behauptet. Der Unabhängigkeitskrieg von Kanva 849, der Krieg der zwei Welten 865, die Schlacht auf der Belenus-Höhe 873. An welcher Front die königlichen Truppen auch kämpften, Odin war stets an ihrer Seite zu finden. Jüngst erweckt der König der Kriege jedoch den Anschein, sein Schwert niedergelegt zu haben. Denn obwohl die Schlacht um das Kristalldominium tobt, ist noch kein einziges Valuta-Schiff seinen dalmekischen Verbündeten zur Hilfe geeilt. All das, während die Fäule ungebremst Ashras Boden verschlingt. Und doch zeigt das sonst so kriegslustige Valut kein Interesse, sich noch fruchtbares Land zu sichern. Wozu dann aber der Aufwand, eine Horde Orks zum Herzen von Drachenfang zu schiffen?
Und das ohne auch nur zu versuchen, den Mutterkristall für sich zu erobern. An einem Mangel an militärischer Macht kann es nicht liegen. Tams Heer ist beispiellos. Nein, es muss mehr dahinter stecken. Denn eines steht fest. Odin wird wieder reiten. Fragt sich nur wann. Wen werden seine Hufe unter sich begraben, wenn es soweit ist? Das ist wirklich interessant. Kurz gesagt, ich weiß nicht, warum Valut Kupka hintergangen hat. Jedoch war es sicherlich Teil eines größeren Plans. Zur Verwirklichung der Ambitionen eines Mannes. König Barnabas. Aber es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Um einer Krankheit beizukommen, muss man zuerst ihre Symptome bestimmen. Glücklicherweise hat dein Onkel angeboten, genau das zu tun, indem er die Valuta im Auge behält. Mein Onkel legt sich wirklich ins Zeug. In der Tat. Wir können im Moment nichts tun, als auf seine Berichte zu warten. Kommt bestimmt gleich rein. Nur, du hättest schon eine Aufgabe. Ach so, ja, du okay. Du musst deine Kameraden wissen lassen, dass ihre Toten gerecht wurden. Hugo Kupka ist tot. Die Wunden jener Nacht klaffen noch immer. Besonders bei denen, die Sid schon lange kannten. Vielleicht können diese Wunden endlich beginnen zu heilen. Okay. Sieh es als Gebühr für die heutige Lektion. Seit wann bist du denn so empfindsam? Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sind allesamt in Wahrheit empfindsame Wesen. Das ist aha. Cool. Also gut. Ich gehe und sage es ihnen. Wir müssen jetzt eine halbe Weltreise machen. Ah ne, die sind alle hier. Okay, das geht tatsächlich. Da will ich mich jetzt gar nicht so beschweren. Fangen wir mal beim Schmied an. Komm. Aktuell bin ich mehr am Sprechen als am Kämpfen oder so. Schledorn. Hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte. Die Zeit ist reif, oder? Ein neuer Anfang mit einem neuen Sid. Ich werde ihm Ehre machen. Okay. Na, da schaut aber jemand zufrieden drein. Sind die Gerüchte also wahr? Dir entgeht auch gar nichts, Karin. Es stimmt. Kupka ist tot. Ein paar Sorgenfalten weniger also. Gut. Ach, die Gute. Ich habe noch genug andere. Werd nicht übermütig. Never. Never ever. So, gehen wir mal hier zu dem Opa. Ah, Clive. Verlangt es euch nach dem Geschenk des Wissens? Ich habe ein geschenktes Wissen für dich. Heute teile ich meines. Hugo Kupka ist tot. Er ist... Ach, ist das wirklich wahr? Guck, er heult ja. Wirklich. Er hat Pipi in den Augen. Aus gutem Grund, ihr zwei. Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute. Nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Was zum endlich. Geier? Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Bitte lasst mich es den anderen sagen. Hippokrates.
Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal dieses Spiel ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas ist eigentlich perfekt dafür. Alles. Für ein stilles Gameplay. Solche Kreatur niemals existiert hat. Etwas, was man einfach nicht kommentieren muss. Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Weil da passiert so viel. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt für Sterbliche nicht zu begreifen. Eine Naturgewalt. Ob dieses Wesen, das ihr saht, wirklich Ultima war oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich nicht. Aber bis ich das weiß, werde ich meine Forschungen weiterführen. Danke. Vielen Dank. Gut. Mal sehen, ob Otto noch was für mich hat. Das hat jetzt sehr geruckelt. Na, das PlayStation, du bist ein bisschen schwach auf der Brust, hä? Ich dir doch sage, ich habe es von Otto höchstpersönlich gehört. Ja, der Dominus bzw. der Kupka, der hat ja ganz schön hier Stress gemacht. Dieser Halodri. Du bist so rastlos, seit du zurück bist. Schickt Vivian dich durch die Gegend oder was? Sowas in der Art. Ah, du sollst die frohe Kunde verbreiten. War das ihr Vorschlag? Ja. Ja. Und sie hatte recht. Ich glaube, bei dem ganzen Hin und Her, den wir hier auf die Fresse, den die Leute hier alle mitmachen. Nicht bei allen. Ein paar Kameraden am alten Versteck würden friedlicher ruhen, wenn sie von Kupkas Tod wüssten. Allen voran Sid. Du solltest zu ihm. Stimmt. Sollte ich. Und das werde ich. Gut. Frag auch mit. Vielleicht begleitet sie dich. Sie hämmert und schraubt von früh bis spät in ihrer Werkstatt rum, als gäb's nichts anderes mehr. Keine Ahnung, wann sie überhaupt das letzte Mal am Grab ihres Vaters war. Ist gut. Ich frag sie mal. Ist das wirklich die Tochter von... Okay, das ist weird. Warte mal. Wo ist denn das kleine Mädchen? Die Süße. Nope. Muss ich darüber, ja, ne? Weiß man nicht. Also ich... das ist illegal. Nee, ist nicht illegal. Kann sein, dass das eine und dasselbe... Ich finde eure Unterhaltung zwar ganz interessant, aber irgendwie auch legt mich das zum Nachdenken an. Warte mal, hier lang muss ich. Achso, das ist ja mein Zimmer. Kann das nicht einfach aufmachen? So, warte mal. Ich weiß, dass ich hier der Chef von dem bin, aber das finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Die haben mich einfach gebissen, um unsere Zwerg-Chocobos zu füttern. Eieiei. Kann ich hier irgendwas Besonderes schmieden? Ich meine, die hat ja hier eine Werkstatt. Das hier ist die Taverne. Ah, na, da muss ich... Ah ja, da muss ich ja andersrum. Hätte aber gute Arbeit geleistet. Edith hat angefangen, Bücher zu lesen, die keine Bilder haben. Voll komisch, finde ich. Ja, ne? Bücher lesen, also sowas. Ohne Bilder. Wie kann man nur damit... Wie kann man es nur wagen?
Spiel ist generell gefühlt ein bisschen dunkel. Ach, Mitmäuschen. Schieß los, Clive. Was steht an? Ich gehe Sid besuchen und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme... Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für... Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat. Die Enterprise. Übertreib's nicht, Mädchen. Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen müssen, um weiterzukommen, hat unser Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht uns mehr Feuer unterm Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Behemoth mit Blähungen. Damit wir wieder beim Aggregat wären. Zufälligerweise habe ich in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann, wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Braver Clive, darauf habe ich gehofft. Bin ich ein Hund oder was? Zuerst brauche ich ein paar Teile. Das Aggregat hat 3 Hauptkomponenten. Die Panzerung, hier, leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Mhm. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilde an den Seiten, die verhindern, dass das Schiff abfackelt. Klingt fast nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst? Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Zeig sie einfach Schledorn. Der macht das schon. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Keine Sorge, verlangt doch keiner. Die ist ganz schön frech, das kleine Blondchen. Ach ja. Ich glaube, die mit, die könnte mal eine Pause vertragen. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit von A nach B rennen. Das hätten sie vielleicht, ich meine, ah, das ist schwierig. Auf der einen Seite gibt es so ein bisschen Verbundenheit. Ja. Verstehe ich schon. Damit wollten sie das Spiel wahrscheinlich entschleunigen. Auf der anderen Seite, nimmt es halt auch ein bisschen Tempo raus. Schledorn, ich habe eine Bitte. Die wäre? Sie ist von Matt. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na sag schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Grigors Bart. Also, keine Ahnung, wofür man das braucht, aber ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Mein Tisch musste leiden. Geh von Otto her, ja? Ist gut. Also hat uns mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was ich kann. Und, was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell... Was haltet ihr eigentlich, um mal ein bisschen... Quatsch, was haltet ihr eigentlich von Seven vs. Wild? Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen mitredet. Ich hab jetzt von dem gesamten Event habe ich irgendwann mal was gehört, aber es hat mich halt nicht interessiert. Übernehmt ihr das?
Dann habe ich mir mal Zeit genommen in den Urlaub, im Urlaub, und habe mir mal die Staffel 1 und 2 nach angeguckt. Es waren knapp 7 oder 8 Stunden. Seven vs. Wild, irgendwelche YouTube-Survival-Experten etc. Es gibt ja jetzt eine dritte Staffel. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns. Ich fand Staffel 1 mega. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich geh mal, mach's gut. Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. Wer von den beiden ist denn jetzt der Holder Auserwählte? Otto, komm mit mir. Staffel 2 waren so viele Streamer da, die für ein Survival nichts drauf haben. Das stimmt, aber ich fand, bei Staffel 2 fand ich Knossi eigentlich nicht schlecht. Im südlichen Teil der Weltkreu gibt es einen Fluss. Ich finde es halt nur schade, dass er halt bei Staffel 3 diesen Weg weitergehen. Eine ganze Menge davon brauchen. Vielleicht sollten wir in halt klar, Unterhaltungswert, ne? Aber die Frage ist es halt größer geworden als bei Staffel 2? Weil Staffel 2, das ist auch wieder so ein Ding wie bei den Trilogien. Bis zu einem gewissen Grad hast du einen guten Unterhaltungswert, weil du ein gutes Gleichgewicht hast zwischen der eine, der gut klarkommt, der andere, der Probleme hat. Dieses Hin und Her. Aber wie gesagt, und dann hast du halt so einen Knossi, der es einigermaßen gut hat oder einigermaßen ist, wie heißt's? Der dann überraschend durchkommt, sag ich ganz ehrlich. Aber wenn sie das jetzt irgendwie in der Staffel 3 zu viel machen, wird schwierig. Und ich hoffe, es gibt das Interessante ist, die wollen ja Feuer machen und allem drum und dran zum Überleben. In Kanada herrscht aber ein Feuerverbot wegen Waldbrandgefahr, gerade im Sommer. Ha, interessant. Also ich habe da so ein paar Berichte gelesen, dass da die ein oder anderen Streamer dann halt auch schon lügen mussten, um überhaupt nach Kanada zu kommen. Und ja, bin ich halt mal gespannt. Otto, bin ich spät dran? Lebendköder sind in Kanada auch verboten. Ich habe die Gegend abgesucht. Hier dürften wir einiges an Sternsand finden. Wegen Angeln und Würmern. Scheinbar ist Schledorn wirklich der Einzige, der ausgerechnet diesen Sand in seiner Schmiede benutzen will. Er liegt einfach hier rum und wartet nur darauf, gesammelt zu werden. Umso besser für uns. Dann beschwert sich niemand. Malen, wenn du Tiere vor dem Ködern killst. Schleder will diesen Sand haben. Den kann ich theoretisch... Ich laufe da theoretisch gerade drüber. Warum muss ich... jetzt speziell hier hingehen? Das ist also Sternsand. Bis auf die Farbe ziemlich gewöhnlich. Auftragsziel in der Nähe. Kann ich? Hier lang, okay. Na, ich weiß halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Also Staffel 3 von Seven vs. Wild. Ich fand es halt ein bisschen schade, weil irgendwie sehr stark gesagt wurde, eine Staffel 3 wird es nicht geben. Zu viel Aufwand und allem drum und dran. Jetzt halt doch. So gerne ich den guten Fritz an sich auch ganz gerne gucke, muss ich halt auch gestehen,
Ja, wenn man sich halt ständig widerspricht, verliert man so ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Finde ich eigentlich schade, hat der gute Fritz eigentlich nicht verdient. Aber okay, Staffel 3 haben sie jetzt geplant. Wie viel hast du? Es muss, klar, das Problem ist natürlich, man hat es angeteasert, man hat stark Werbung für gemacht. Jetzt kann man es nicht einfach absagen. Und ja, schwierig. War vermutlich, um einfach Ruhe zu haben. Er wurde überrollt, voll gespammt, ob Staffel 3 kam, etc. Ach so, ja, okay. Dann muss ich das zurücknehmen. Ich meine, wenn er damit überrollt wurde, aber ja, immer ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ich meine, das gleiche war ja das Problem mit mir und Florencia, ne? Obwohl ich dem Spiel offen abgeschworen hatte, haben es ja die Leute auch probiert. Sid wäre stolz. Mich weiter mit diesem komischen, sterbenden Spiel zu befassen. Was sonst? Auf die Art, wie du sein Werk weiterführst. Und ja, da muss man halt. Am Anfang dachte ich, du wärst. Gut, bei mir war es nicht ganz so viel. Zu sehr damit beschäftigt ist, seinem Schicksal zu grollen. Dementsprechend konnte ich dem noch entgegenstellen. Du lagst nicht falsch. Ich habe mich verändert. Dank Sid. Ja, Millionen Reichweite mit der Survival-Show. Das sind einige Nicht-Denker vorhanden und spam den Arm voll. Ja, das sowieso. Ich meine, du weißt ja, wie das mit den Leuten ist, die irgendwas haben wollen. Die machen einfach mehrere Accounts und irgendwann weißt du halt nicht mehr, was ist jetzt Mensch und was ist jetzt Account. Das ist ja oft so. Nur Hoffnung statt Verzweiflung. Ich habe dir die Chance gegeben. Ja. Aber du hast sie genutzt. Du hast einem Haufen Hoffnung. Ja, ist ein bisschen schwierig. Etwas gegeben. Etwas Wertvolles. Für das es sich zu kämpfen lohnt. Genau wie Sid damals. Wird Zeit, dass ich zurückgehe, glaube ich. Dieses Rumgekrieche im Sand hat meine müden Knochen ziemlich geschafft. Dann sehen wir uns im Versteck. Und gönn dir ein bisschen Ruhe, wenn du da bist. Wenn er gesagt hätte, ja, kommt, dann wird er ja noch mehr voll gespammt. Lieber so in Ruhe planen können und dann Staffel X ankündigen, sobald alles organisatorisch abgeklärt wird. Ja, die Frage ist halt nur, wann ist, wie weit geht das, ne? Wenn du Fans von solchen Sachen wirst du halt nie wegkriegen. So. Wir wollen irgendwann nach einer vierten, fünften, sechsten, x-ten Staffel reinsetzen. Und ja. Es ist sehr schwierig. Ich weiß halt nicht, wie ich drauf reagieren würde, weil ich bis jetzt noch nicht in so einer Situation gewesen bin. Und bei mir waren das halt, wie gesagt, eine Handvoll. Hoffen wir, Schledorn hat genug Sand. Ja, hoffen wir. Das alles nur, damit sie zum Grab wie ihren Vater mitkommt? What the heck? Ja, glaube ich. Diese ganzen Hin und Her und Sammelquests fühlen sich ein bisschen komisch an. War schön, auch mal rauszukommen. Lass uns das wiederholen. Oh, wei. Dann mache ich mich jetzt mal an diese Wärmepanzerung. Wird aber etwas dauern. Also, falls du was erledigen musst, brauchst du mir nicht die ganze Zeit auf die Hände zu starren. Danke, Schledorn. Ich gehe gleich zum Mit und sag ihr Bescheid. Auftrag abgeschlossen. Ah, wir haben wieder einiges an Skillpunkten. Wir sollten dann wohl auch zurück an die... Ruf einfach, wenn irgendwas ist. Mache ich, Jungs. Den Kristall hat er auch zerstört? Nicht im Ernst. So... Den Kristall gibt's nicht mehr. Drachenkrater ist weg.
Das stimmt. Edith hat angefangen, Bücher zu lesen, die keine Bilder haben. Ich glaube. Ja. Um aufs Game zurückzukommen, aktuell erleben wir eigentlich eine ganz gute Renaissance zur Zeit der Rollenspiele. Ich meine, wir haben in der letzten Zeit dieses Jahr gut Rollenspiele bekommen. Ich finde es halt vor allem interessant, wenn man jetzt mal genau abguckt, wie ich die Konsolen so ungewollt ein bisschen kategorisiert habe. Zum Beispiel die großen Rollenspiele, alle, die spiele ich auf der PlayStation 5. Vor allem, wenn ich mal gucke, was ich mir so geholt habe, ganz selten irgendwelche Spiele, die jetzt nicht Rollenspiele sind. So generell auf der PlayStation. Auf der Switch spiele ich sehr wenig Rollenspiele, eher so Hack and Slay oder so Multiplayer-Spiele, wie man sieht. Oder Farming-Spiele auch. Aber so grafische Schönheiten, die auch Farming betreffen, oder so endlose Spiele, die spiele ich aktuell auf dem PC. Sicher geht es um den Helm. Ja. Ich meine, was spiele ich denn hier? Gut, aktuell viel Gelegenheitsspiele. Dann zeig ich dir mal die Pläne. Sons of the Forest, Seven Days. Hier ist der Mithril-Antrieb. Ja. Und darin wird Mithril verbrannt, um Hitze zu erzeugen. Bin halt echt mal am Überlegen, ob ich mir noch eine neue Karte holen soll. Eigentlich hätte ich schon Bock, aber von Wärmeverschubaggregaten aufgenommen, abgeleitet, mir eine 4070 zu holen. Aber für was am Ende? Nur würden sich die Aggregate allein auf die Panzerung verlassen, dann würde tatsächlich die Menge an überschüssiger Wärme den Verschubkoeffizienten um ein Weites übersteigen, weißt du? Anders gesagt, der Reaktor würde überhitzen und irgendwann explodieren. Und deshalb brauchen wir den Helm. Er wird mit der Panzerung verbunden und dient als eine Art Wärmesenke, die die... Hab schon gedacht, 900 Euro für eine 4070. Das ist, ja, was ist eine 4070 Ti? Material aus den Ruinen extrem hitzeresistent ist. Es hält weit höhere Temperaturen aus als alles, womit wir heutzutage arbeiten. Und obendrein ist es wasserfest und rostfrei. Ich will zwar nicht sagen Gigabyte, aber 729 Euro für eine 4070. Das ist nie passiert. Wasser in den Reaktor eindringt, würde es verdampfen und hat man doch rückwärts das Arschloch geschissen. Die das Schiff zerfetzen vom Heck bis zum... Danke, schon gut. Also ist aktuell ganz fair in der Preislage. Ruine verarbeiten. Wo finde ich die? Ah, ja. Inos 3D auch, würde ich sagen. Nahe Kielbrück. Da gibt es nur ein Problem. Ich wünschte, ich hätte die Teile, die wir brauchen, schon früher besorgt. Jetzt hat sich nämlich leider ein unerwünschter Besucher dort niedergelassen. Einfach so hineinspazieren und Material sammeln geht nicht mehr. Es ist jetzt um einiges gefährlicher. Verstehe. Ich könnte mich ja um diesen unerwünschten Besucher kümmern. Hilft das? Schwierig. Wir sogar. Naja. Danke, Sid. Ah, komm, das machen wir. Wir machen uns gleich auf den Weg. Wir treffen uns an der Ruine. Also, wir heißen jetzt Sid und Clive. Dampf ablassen. Oh, das ist gut. Keine Ahnung, was die Plus sind. Ich meine, klar, wir werden jetzt von Nebenquest zu Nebenquest gejagt, aber ich würde gerne mal wieder ins nächste Königreich gehen. Bin ich ganz ehrlich? Einen schönen Tag, Sid. Ich bin hier, um aufzuräumen, Mädels. Und Jungs. Und keine Ahnung, was es da nicht noch alles für Genders gibt. Die mir komplett scheißegal sind. Also so generell. So. Auf geht's. Hopp, hopp, hopp. Hähnchen im Galopp. Über Schock und über Stein zieh ich mir rein das Hähnchenbein. Oh, schade, ich kann da nicht rein. Muss aber sagen, es war
Oh, welche Spiele gab es denn aktuell, die ich richtig gerne gespielt habe? Da müsste es ein paar geben, ne? Warum kann ich da nicht einfach rüber? Es ist ein kleiner Hops für mich. Oh, ein großer Schritt. Oh, okay. Ist das wirklich richtig? Hätte ich ja lange rennen können. Ja, komm, passt schon. Hallo, schwarze Witwe. Yo. So. Okay. Das kriegen wir hin. Siehst du? Die haben jetzt nur ihren Smash Brothers Talk reingemacht und das war's dann. Die beiden. Ich würde gerne wissen, ob die Yuna noch zuguckt und wie ihr das Spiel interessiert, aber ich weiß gerade auch nicht, in welchem Spiel sie gerade vertieft ist. So, Hundi regelt. So muss das sein. Finde ich aber gut, dass man hier recht viel mit Tieren zu tun hat. Tatsächlich. Hey, Jungs. Ah, endlich, Sid. Gut, dass du da bist. Die, Ruine ist gleich da drüben und wahrscheinlich auch die Kreatur, von der ich dir erzählt habe. Würdest du, vorgehen? Die hat so die Hosen voll. Ich mach das schnell. Die hat sich so in den Schlüpfer geschissen. Jetzt ist einfach nur eine richtig eklige kleine Spinne. Das Vieh. Der wird sicher nicht freiwillig gehen. Helfen wir nach. Ja, ganz genau. Dem macht Spaß, tatsächlich. Ich hab versagt. Schon wieder so ein Mist! Oh, fick doch. Die Kackwurst rund. Och nee, ey. Das Einstellen.
Dieser Halodri. Nee, nee, nee. So, kriegen wir hin. Beziehungsweise haben wir hingekriegt. Sid! Oh, was habe ich gezittert? Ach. Jetzt dürfte es sicher sein. Sieht so aus. Dann lass dich nicht aufhalten. Wir sorgen dafür, dass das ganze Material heil im Versteck ankommt. Das ganze Material. Ich gehe mit Bericht erstatten. Ist klar. Auftrag abgeschlossen. Ups. Oh, wir haben schon 1:15. Eieiei. Habt ihr noch Bock? Sonst mache ich gleich Feierabend. Bock ist da, ja, okay, aber nicht so viel Motivation. Ah. Cyberpunk 2077. Ich lese so viel über das Spiel teilweise. Also meistens unfreiwillig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich mir das mal antun soll. Ich meine, ich könnte auf den PC holen, der Rechner dafür müsste eigentlich da sein. Ich habe mir das die ganze Zeit nicht angeguckt, weil ich, weil die PlayStation-Version, die PS5-Version für den Arsch sein soll, die PS4-Version einfach nicht ansehbar ist für so ein neues Spiel, wo mein Rechner halt sehr schwach war. Aber eigentlich, gut, eine neue Grafikkarte wäre für Cyberpunk 2077 vielleicht geil. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das wirklich brauche. Sie wird bald hier sein. Wunderbar. Wieder einen Schritt weiter. Und was fehlt uns da noch? Nur noch die Schilde. Die sind etwas vertrackt. Wieso? Dank der Panzerung glüht der Antrieb zwar nicht durch, aber PlayStation Plus aber hat damals Feuer, um 50 Euro im Jahr gekostet. Deshalb mittlerweile 60. Und das extra kostet 120 bzw. 100. Keinen Schaden anrichtet. Erst wollte ich eine dreifache Schicht Stahl benutzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, das wird zu schwer, dass Nintendo der Preisklasse gleich geblieben ist. Ich habe mir jetzt, glaube ich, dreimal eine Mitschrift. Ich glaube, drei Stück, ne? Ach, ich brauche irgendwas Leichtes. Aber ich habe absolut keinen Schimmer, was man da nehmen könnte. Also, wenn ich so eine Frage hätte, dann wüsste ich, zu wem ich gehe: Hippokrates. Hippo? Klar, den hatte ich auch im Visier. Ja, klar. Ich habe dir das Problem hier veranschaulicht. Kannst du ihm das bringen? Vielleicht weiß er ja was. Wird gemacht. Oh, die schicken mich doch jetzt die ganze Zeit. Oh. Ein bisschen nervt schon. Es ist ein bisschen, bei manchen Sachen finde ich das ein bisschen zu viel. So, jetzt dieses ständige Hin und Her, ist wieder das i-Tüpfelchen zu viel. An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Die Kämpfe sind geil, die Storys sind geil, grafisch ist das Spiel eine Augenweide, ja. Aber dieses im Lager ständig hin und her, ich weiß nicht. Die nächste Frage, die ich noch hätte, ist, was machen wir theoretisch mit Final Fantasy 7? Hippokrates. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass da das Interesse nicht wirklich da war. Diesmal ist es eher für Mit. Das hat sie mir gegeben. Wärmeschild. Mit Reflektoren vielleicht, ja? Schilde für einen Mithril-Antrieb. Mit überrascht mich immer aufs Neue. Und was steht hier noch am Rand geschrieben? Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Material. Es muss extremen Temperaturen aus dem Inneren standhalten.
dabei außen kühl genug bleiben, um keinen Brand auszulösen, und es darf nicht so schwer sein, dass das Schiff sinkt. Wie ihr euch denken könnt, hat sie bislang noch nichts Entsprechendes gefunden. Ah ja. Ich bin mal gespannt, was sie da so bauen Wisst will. Ihr vielleicht eine Lösung? Oder könnt ihr in euren Schriften nach etwas suchen? Vielleicht braucht sie kein neues Material, sondern einen neuen Ansatz. Bin noch mal kurz in der Küche. Was soll das heißen? Seht euch den See an, auf dem wir leben. Die Fäule im Wasser zersetzt sowohl Holz als auch Stahl weitaus schneller, als die Natur es eigentlich täte. Und doch haben wir uns aus eben diesen Materialien unser Zuhause geschaffen. Das stimmt. Aber Bardolf muss jedes Brett zweimal lackieren, damit es nicht fault. Und Obolus beschwert sich, dass ohne ausreichend... Ach, Pech. Verstehe. In alten gregorischen Schriften findet sich die Erwähnung von Mondtau. Diese Tinktur soll sogar den heißesten Flammen standhalten können. Bevor den Dragoons die Zähmung von Drachen gelang, ließen Burgherren ihre Mauern mit Mondtau bestreichen, um sie vor Feuer zu schützen. Hätten wir also diese Tinktur, dann könnte Mit ein Material damit präparieren und es so für ihre Zwecke nutzbar machen. Wie und worauf sie es auftragen sollte, da wissen Bardolf und Obolus vielleicht mehr. Ich rede mit ihnen. Ihr kümmert euch in der Zwischenzeit um den Rest. Schließlich muss jemand die Zutaten für den Mondtau besorgen. Und wenn ihr damit fertig seid, berichte ich euch, was unsere beiden Freunde zu sagen hatten. Die Weisheit der Vergangenheit bleibt auch in der Gegenwart wertvoll. Danke, Hippokrates. Und wenn ihr andere um Hilfe bittet, sollte ich das auch. Na dann, ist doch gut. Können wir doch gleich mal schön einen Cut für YouTube setzen. Ist die Auf-